Vielleicht hast du auch von der Studie gehört, wo Weinverkäufer mit unterschiedlichen Musikarten im Weingeschäft konfrontiert worden sind. Bei der ersten Gruppe wurde französische Musik gespielt, bei der zweiten italienische und bei der dritten Gruppe deutsche Musik. Und dann wurde gemessen, wie sich das Weinkaufverhalten dort letztendlich entwickelt hat. Und tatsächlich wurden immer am meisten die Weine gekauft, wessen Musik auch gespielt worden ist. Und das gilt auch nicht nur für den Käufer eines Weins, sondern auch für dein gesamtes Leben, dass du beeinflusst wirst von deinem Umfeld. Und ich zeige dir heute in diesem Video, wie sich das für dich auch verhält und was du tun kannst, damit dein Umfeld für dich und deine Ziele auch wirksam werden kann. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer, Coach und Berater, sondern war früher auch mal Angestellter in verschiedenen Vereinen tätig und habe letztendlich auch diese Imprints, diese Beeinflussung von außen selbst erlebt. Und das, was mir aufgefallen ist, dass die Menschen, die ihren Kontext nicht verändert haben, letztendlich sich auch persönlich nicht wirklich weiterentwickelt haben. Und hier ist die Frage, sind es die Gene, also aus dem Innen heraus, die das begrenzen oder bestimmen, oder ist es die Entscheidung, in welchem Außen, in welchem Kontext man sich befindet, in welches Umfeld man sich begibt? Und hierzu hat ein Persönlichkeitsexperte eine Untersuchung veröffentlicht. Jim Rohn hat festgestellt, dass du als Mensch der Durchschnitt der 5 Menschen bist, mit dem du im letzten halben Jahr am meisten deine Zeit verbracht hast. Das bedeutet also, genauso wie der Weinkunde ins Weingeschäft geht und deutsche Musik oder italienische Musik hört, dann auch zum deutschen oder italienischen Wein eher greift, wirst du beeinflusst von deinem Kontext, also von den Menschen, die dich beeinflussen, die dir etwas erzählen, die ihre Meinung und Weltanschauung mit dir teilen. So ist es auch erklärbar, dass ein Mensch, der immer im gleichen Kontext bleibt, sich natürlich auch Wertmaßstäbe, Entscheidungsgrundlagen, Zielvorstellungen oder Wunscherfüllungen raussucht, die ungefähr kompatibel mit dem Umfeld sind. Wenn also alle in deinem Freundeskreis einen grünen Golf oder einen roten Golf fahren, ist es unwahrscheinlich, dass du ein gutes Gefühl haben willst, wenn du dir als Ziel setzt, ein Ferrari oder ein Porsche zu fahren. Das bedeutet also, fast alles, was du denkst, was für dich normal ist, was du glaubst, was richtig ist, ist zu guter Letzt möglicherweise nur der Durchschnitt deines Umfelds. Was bedeutet das also, wenn du andere Ergebnisse, andere Ziele erreichen möchtest, ein anderer Mensch sein willst? Das bedeutet zunächst auch, dass du dein Umfeld wechselst, dass du dir also Menschen suchst, die deinen inneren Zielvorstellungen, deinen Wünschen, deinem Anspruch ans Leben und an dich selbst, deinem Wertemaßstab gerecht werden und dass du dir diese Menschen auch raussuchst, Vorbilder heraussuchst oder am besten noch Gemeinschaften, Gruppenzugehörigkeiten heraussuchst, wo diese Menschen vor Ort sind. Und dann passiert etwas Interessantes. Genauso wie der Weinverkäufer sich dem akustischen Schalldruck der jeweiligen Musikstilrichtung aussetzt, um dann zum französischen Wein zu greifen, wenn französische Musik gespielt wird, genauso kannst du es auch erleben, was, wenn du dir Vorbilder suchst, die da sind, wo du hin willst, oder Gruppierung anschließt, die solche Werte mit sich tragen oder in sich tragen, die du dir wünschst, dass du auch Zug um Zug dich in eine Transformation begeben kannst, die auch dich als Person dahingehend verändert. Was bedeutet das ganz konkret, wenn du dich selbstständig machst? Wenn du also dich selbstständig machen willst, gründen willst, wirtschaftlich erfolgreich werden willst und du hast nur mit Menschen um dich herum zu tun, die erstens alle angestellt sind, zweitens die alle Angst haben, sich selbstständig zu machen, weil das gefährlich ist und drittens die gegen Kapitalismus sind und glauben, dass Unternehmer, viertens schlechte Persönlichkeiten sind, die anderen etwas wegnehmen, anstatt Arbeitsplätze zu schaffen, Innovationen hervorzubringen, um anderer Menschen Probleme besser zu lösen. Wenn du diese Menschen um dich herum hast, die diese negativen, begrenzenden Glaubenssätze haben können, das dürfen sie zwar, aber du hast sie dann auch, dann ist es unwahrscheinlich, dass du ein erfolgreicher Unternehmer wirst. Was ist nun dein persönlicher nächster Schritt? Schau dir einfach deinen Terminkalender an, der letzten 3 Wochen, 3 Monate, vielleicht des letzten halben Jahres und schau an, mit wem hast du wie viel Zeit verbracht. Und dann mach eine Liste, eine Bestandsaufnahme von diesen Personen, wie sie denken, was sie denken, wo sie sind, welche Ziele sie haben und welchen Glauben sie haben. Der Glaube ist also das, was in der Zukunft möglicherweise veränderbar, erreichbar, gestaltbar ist. Und wenn diese Glauben, diese Hoffnung, diese Zielsetzung, die Werte, die Prinzipien nicht mit dem übereinstimmen, was du dir so sehr wünschst, dann ist es unwahrscheinlich, dass du in der Gegenwart
dieser Menschen das jemals erreichen wirst. Auf der anderen Seite wurde in der Studie auch untersucht, dass die Erwartungshaltung deines Umfelds auch maßgeblich deine Leistung beeinflusst. Wenn du also dich mit Menschen umgibst, für die es völlig klar ist, dass du erfolgreicher Unternehmer bist und eine gute Führungskraft und anderen Menschen wirksam dienen wirst, dann wird sich die Erwartungshaltung deines Umfelds, deines Kontexts, also anderer Menschen, auf dich auch übertragen. Und für dich wird es sozusagen fast schon selbstverständlich, dieser Erwartungshaltung zu entsprechen. Es gibt also unterm Strich nicht nur die selbsterfüllende Prophezeiung, die du dir selbst sagst, sondern es gibt auch die fremderfüllende Prophezeiung, die andere über dich aussprechen. Und deshalb nochmal an dieser Stelle, such dir sorgfältig dein Umfeld aus, was dir eine Erwartungshaltung auch anlegt, die deinem Ziel noch konform ist. Was bedeutet das unterm Strich für deinen Erfolg als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft? Grundsätzlich kriegst du natürlich einen Genpool mit, aber die Aktivierung, also die Genexpression oder deine Fähigkeitsentwicklung resultiert nicht nur darauf, was du isst und wie du dich verhältst, sondern mit welchen Menschen, mit welchem Kontext du dich auch umgibst. Es ist also hier essentiell, also lebensnotwendig, erfolgsnotwendig, dass du auch hier eine Sortierkriterium, Mechanismus, Reihe, eine Checkliste aufbaust, anhand derer du die Menschen auch bestimmst und auswählst, mit denen du dich umgibst. Also bedeutet das, einige Menschen loszulassen, weniger Zeit zu verbringen, auf der anderen Seite neue Menschen zu suchen, neue Kreise, neue Gemeinschaften aufzusuchen, wo du Mitglied wirst, wo du Teil der Sache willst. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du genau dieses erfolgsproduzierende Umfeld auch schaffst und dass du auch dich mit Menschen umgibst, die in ähnliche Richtung vielleicht schon einen Schritt weiter gehen, in die du auch gehen willst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir von der X-Group, wir begleiten dich nicht nur bei der Konzepterstellung von Businessplänen, Finanzplänen oder Marketingkonzepten, sondern wir haben auch Coaches und Berater, die dich genau auf diesem Weg auch begleiten können. Denn dein innerer Maßstab, dein äußeres Umfeld insgesamt bedingen sich einander und ermöglichen überhaupt, deine Komfortzone zu verlassen und in neuen Bereichen erfolgreich zu werden. Buche also jetzt ein kostenfreies Erstgespräch, nicht nur um eine konzeptionelle Planung aufzusetzen für dein Geschäftsmodell, Unternehmensentwicklung, sondern vielmehr entscheidender davor auch für deine Persönlichkeitsentwicklung. Die Unternehmerperson wird nicht geboren, sie wird entwickelt. Und entwickelt wird sie mit Menschen, mit Gleichgesinnten, mit ähnlichen Menschen, die vielleicht schon einen Tick weiter sind, mehr Erfahrung haben und dich dann auch auf diese Art und Weise positiv, konstruktiv beeinflussen. Also, like das Video, buche den Kanal, betätige auch die Glocke, dann bist du weiter informiert. Und jetzt findest du unter dem Link direkt einen Eintrag zu unserem Kalender, wo du dein kostenfreies Erstgespräch auch buchen kannst. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit den richtigen Menschen in der Zukunft, die dich dazu begleiten, die als Katalysator auch wirken, dass du schneller die Person wirst, die du werden willst, um die Ziele zu erreichen, die du dir gesetzt hast. Dein Daniel Schäfer.